Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars, dem wöchentlichen Fußball-Talk hier auf dem Kanal. Max ist krank, das bin übrigens ich. Warum spreche ich von mir in dritter Person? Ich weiß es nicht. Ich bin krank, aber ihr kennt es ja, das hält mich nicht davon ab, für euch Videos zu machen. Und genauso ist es heute auch. Ich bin sowas von erkältet, das heißt, verzeiht mir, wenn ab und zu mal Cuts drin sein müssen. Ich versuche es natürlich ohne Cuts zu machen, aber ich kann für nichts garantieren. Wenn es euch heute gefallen sollte, gerade an die Bremer da draußen unter euch, ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Schaffen wir 150 Likes auf diese Episode, wäre richtig nice, würde ich mich sehr drüber freuen. Es geht heute mal wieder um die Bundesliga und um die Premier League, die ja nur einige Spiele hat, aufgrund des FA Cups oder aus welchen Gründen auch immer Spiele abgesagt wurden, aber da haben wir zumindest eine interessante Partie und mit der beschäftigen wir uns auch direkt als erstes und da würde ich sagen, springen wir direkt mal hin. Videobeschreibung gerne auschecken, wenn ihr selber bei Football Stars mal an den Challenges teilnehmen wollt, vor allem auch gegen mich antreten möchtet. Ihr habt da die Gelegenheit, das kostenlos zu tun und ich würde mich drüber freuen, wenn das möglichst viele von euch natürlich machen würden. Ihr unterstützt mich damit und deswegen eine ziemlich coole Geschichte. Videobeschreibung könnt ihr allgemein mal auschecken. Da haben wir nämlich auch noch Links zu IG Vault. 6% Rabatt auf eure Coins, FIBA Points und PSN und Microsoft Guthaben, mein Merchandise und meine Social Media Links, Instagram und Twitter. So, tret aber clever oder einfach unfair. Luis Suarez, wähle die 6 Spieler, die am meisten faulen. Formation 0-2-2-2, das heißt, wir haben 2 Mittelfeldspieler, 2 Verteidiger und 2 Stürmer. Und da ist natürlich die große Frage, wen stellen wir auf? Wir haben keine Einschränkung, wir haben kein Budget, wir können spielen, mit wem wir möchten, aber die Frage ist natürlich, wer wird da großartig faulen? Mal abgesehen von der Frage, wer natürlich spielen wird, gerade bei Liverpool, ist das noch nicht so ganz raus für mich. Aber die Sache ist halt auch, wenn jemand da spielt, wer fault dann? Wir haben natürlich die Gelegenheit, beziehungsweise wir haben die Spieler bei Burnley eher, die dazu, ich sag mal, prädestiniert sind zu faulen, einfach weil das die Spieler von Burnley sind und weil die halt mehr kämpfen werden müssen, ist meine Einstellung. Deswegen zumindest mal im Sturm die beiden dazu, und zwar Vokes und Gray. Im Mittelfeld ist natürlich die große Frage, an sich ein Emre Can, ich denke mal, damit kann man nicht viel falsch machen. Aber ansonsten würde ich da auch schon fast lieber wieder zu Burnley gehen, weil ich glaube einfach, dass die mehr faulen werden. Boyd oder Arfield, ich glaube, da gehe ich mal eher auf Arfield. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der einige Fouls raushauen wird. Und auch in der Defensive ist irgendwie das Gleiche. Ich meine, Keane wird sicherlich spielen, Mee auch. Und dann ist die große Frage, wer wird da viel faulen? Ich meine, Mart, die haben es theoretisch nötig, aber irgendwie halt auch nicht. Und ich glaube, das wird eine relativ eindeutige Geschichte, auch wenn Burnley stark ist diese Saison, gar keine Frage, für Liverpool. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass Burnley viel fault und deswegen packe ich einfach 5 Burnley-Spieler da rein, ja. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das dumm findet oder ob ihr es verstehen könnt, aber für mich ergibt das mehr Sinn, dass die mehr faul spielen werden. Kann auch totaler Käse sein, aber ich glaube, dass Liverpool die ziemlich dominieren wird und dass sie sich andererseits mit Fouls nicht großartig helfen können. Wir werden sehen, was passiert. Ihr könnt ja, wenn ihr es besser wisst, gerne an der Challenge teilnehmen. Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. So, alles klar. Wir gehen zu den nächsten Challenges. Letzte Woche war übrigens ganz, ganz schwach. Das zeige ich euch gar nicht erst. Also ich kann es euch schon zeigen. Eine Challenge hat nicht stattgefunden, zu wenige Teilnehmer. Also, legt euch ins Zeug. Dann hat man die brillante Achse verloren und Bananenflanken auch verloren. Brillante Achse war knapp, Bananenflanken möchte ich nicht weiter mich zu äußern. Das war ziemlich, ziemlich schwach von mir. So. Wir gehen in die Bundesliga und jetzt kommen wir zu den Bremern von euch, ja. Wir haben nämlich eine Challenge zum Freitagsspiel zwischen Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen in der Bayer Arena. Bremen ja zuletzt mit unglaublich guten Leistungen und, also was heißt unglaublich gut gegen Darmstadt, die zweite Halbzeit einfach gut und vor allem mit 9 Punkten aus den letzten 3 Spielen. Sie wieseln sich so langsam raus aus dem Tabellenkeller. Mal sehen, ob sie es gegen Leverkusen fortsetzen können, die ja unter Druck stehen. Nächste Woche Champions League, dafür sollten sie sich warm schießen im Idealfall. Wird es klappen? Das ist die große Frage. Es geht darum, wer die meisten Ballaktionen haben wird. Und das ist, finde ich, eine relativ schwierige Geschichte, weil wir haben 25 Millionen Budget, 3 Mittelfeldstürmer, 3 Mittelfeldspieler, 1 Stürmer und 1 Verteidiger. Und bei Leverkusen ist halt einerseits die Frage, wer wird spielen und zweitens, wer wird da auf den Ball haben. Gerade in der Offensive, Chicharito, wenn er spielt, hat jetzt nicht zwingend so viele Ballkontakte. Deswegen packe ich da Karim Bellarabi hin. Warum Bellarabi und nicht einen von Bremen? Bei Bremen ist genau das gleiche Ding. Und ich glaube tatsächlich, dass Leverkusen, das steinigt mich dafür, nicht gewinnen wird, sondern unentschieden spielen wird, aber dass Leverkusen halt einfach in der Offensive, keine Ahnung, die werden mehr drücken. Bremen wird, glaube ich, über Konter kommen und deswegen mehr Ballbesitz bzw. mehr Ballaktionen in der Offensive bei Leverkusen. Die Frage ist, ob Gnabry spielen können wird, deswegen würde ich den fast schon rauslassen. Wen ich reinnehmen möchte, ist auf jeden Fall Bartels. Das ist gar keine Frage. Schalanoglu ist übrigens nicht rot gesperrt, sondern allgemein gesperrt, aber das ist eine andere Geschichte. Havertz hat letztes Spiel, glaube ich, nur ganz kurz gespielt. Bender, der wird wohl spielen. Und, also, Korkut hat es angekündigt. Ich kann mich damit total täuschen. Ich kann damit jetzt total ins Fettnäpfchen drehen, auch weil er so günstig ist, möchte ich den ganz gerne reinnehmen. Und dann ist halt die Frage, wen nimmst du noch dazu? Und ich weiß noch nicht, ob Gnabry ist halt genau die gleiche Sache. Weißt du, bei Gnabry weiß man noch nicht, ob er spielen wird.
Und deswegen nehme ich mal Kevin Campbell noch mit dazu. Oder nehme ich Brandt? Campbell oder Brandt? Ich weiß nicht, ob Brandt spielt. Campbell weiß ich auch nicht, ob er spielt, aber ich nehme ihn mal mit. So, und Defensive ist dann relativ einfach. Ich muss einen von Bremen nehmen. Und in meinen Augen ist der mit den meisten Ballkontakten momentan, beziehungsweise mit den besten Leistungen, Sané. Der Bruder von meinem Sané. Ja, so sieht dann meine Aufstellung aus. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was euer Tipp ist. Ich glaube, es wird ein 2:2 in der Bayer Arena werden. Ich glaube, dass Leverkusen das Spiel machen wird, überlegen sein wird, aber dass Bremen per Konter kommen wird. Die Frage ist, wenn Gnabry nicht spielt, wer soll die Tore machen? Aber Pizarro hat auch schon länger nicht mehr getroffen. Also langsam wird es theoretisch mal Zeit. Kruse trifft ja auch mittlerweile wieder. Wer weiß, und ich glaube, bei Leverkusen wird Bellarabi eine Bude machen. Und eventuell halt ein Havertz würde ich gönnen oder Chicharito, irgendwie ein Elfmeter oder sowas. Wer weiß, 11 Millionen Budget habe ich noch, brauche ich aber nicht. Und so viel zum Thema Leverkusen gegen Bremen. Ich versuche das heute alles ein bisschen schneller zu machen, wie gesagt, weil ich mich ja einfach echt nicht gut fühle. Ich bin wirklich krank und ich hoffe, ihr könnt das dementsprechend verstehen. Aber gerade ihr Bremer, ich habe ja gesehen wieder unter dem Gnabry-Video, dass ihr komplett am Eskalieren seid. Haut mal in die Kommentare. Meint ihr, das wird gegen Leverkusen so weitergehen? Und wenn ihr glaubt, dass es so weitergeht, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ich bin gespannt. So, und dann machen wir Leistungsexplosion in der Bundesliga. Zur Konferenz, da haben wir hier die Samstagspiele abgehandelt. Zu den Sonntagsspielen, beziehungsweise zu den anderen Spielen kommen wir auch nochmal. HSV gegen Borussia Mönchengladbach. Spannende Partie in der Impact Arena, beziehungsweise Volksparkstadion mittlerweile ja wieder. Hamburg zuletzt nicht schlecht, gerade zu Hause sehr stark. Gladbach zuletzt aber ziemlich gut in Form, auch gegen Schalke. Ich glaube, es kommt darauf an, wie sie heute in der Euroleague spielen, aber ich tippe auf einen Auswärtssieg für Gladbach mit 1:2. Hamburg habe ich die letzten Wochen schon immer unterschätzt, aber ich glaube, jetzt ist langsam auch vorbei mit der Herrlichkeit. Und ich glaube nicht, dass sich Gladbach so schwach präsentieren wird wie die Hertha. Schalke gegen Augsburg dann, relativ eindeutige Geschichte. Ich glaube, dass Schalke das vollkommen unabhängig vom Ausgang heute gewinnen wird mit 2:0. Und dann haben wir noch das Topspiel am Samstag. Das ist Ingolstadt gegen Köln, warum auch immer. Und da tippe ich ein 1:2 für die Kölner. Einfach weil Ingolstadt, ja, da kann vieles passieren, aber ich glaube tatsächlich, dass Ingolstadt das verlieren wird. Und dass Köln das gewinnt, weil Köln muss mal wieder gewinnen. Und irgendwie will da oben keiner so wirklich nach Europa. Deswegen sollten die ihre Chance zumindest mal nutzen. Ja, so, hier haben wir jetzt Samstags-Challenge, also die Konferenz. 5 Spiele, Freiburg-Hoffenheim, Hertha gegen Dortmund, RB Leipzig gegen Wolfsburg, Darmstadt gegen Mainz und Bayern gegen Frankfurt. Alle sehr interessante Partien und es geht darum, Spiele aufzustellen, die weniger als 7 Punkte am letzten Spieltag hatten. Und weil das sonst dauert, mache ich das mal eben ganz kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und hier haben wir meine 6 Spieler für diese Challenge. Und zwar Sokrates, Süle, Kimmich, Keita, Werner und Lewandowski. Süle spielt gegen den SC Freiburg. Und ich glaube, dass Hoffenheim das gewinnen wird, auswärts im Schwarzwaldstadion. Aber ich denke auch, dass sie eine defensive, solide Leistung brauchen. Und dementsprechend denke ich, dass Süle als Abwehrchef das gut regeln wird. Sokrates mit dem BVB gegen Hertha BSC, auswärts im Olympiastadion. Spannende Angelegenheit auf jeden Fall. Hertha muss wieder in die Spur kommen. Gerade die Niederlage gegen Hamburg hat definitiv am Ego gekratzt, bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber auch Dortmund darf nicht nachlassen. Sind immer noch 6 Punkte hinter Leipzig. Das heißt, sie wollen auf jeden Fall aufholen und werden alles geben, um zu gewinnen. Und ich denke mal, Sokrates wird da seinen Teil zu beitragen. Ist momentan in meinen Augen vielleicht hinter Boateng, der aber verletzt ist, der stärkste Verteidiger der Bundesliga. Kimmich im Mittelfeld, weil ich glaube, dass Bayern gewinnen wird gegen Frankfurt und weil ich glaube, dass Kimmich, wenn er spielt, ein gutes Spiel machen wird. Keita daneben. Keita ist zwar angeschlagen, wird aber wohl spielen. Und ich denke, wenn Keita spielt, dann wird Keita auch auf jeden Fall seinen Teil dazu beitragen, dass RB Leipzig gegen Wolfsburg gewinnt. Und genau das gleiche gilt für Werner und Lewandowski vorne drin. Die beiden sind einfach immer gut die Saison und da habe ich ausnahmsweise mal Glück gehabt bei dieser Challenge, dass die beiden unter 7 Punkte am letzten Spieltag hatten. Die Frage ist, ob wieder andere genau die gleiche Aufstellung nehmen, beziehungsweise ob ich wieder das Glück habe zu gewinnen. Irgendwie ist auch schlecht immer, dass ich meine Aufstellung sage. Vielleicht gebe ich damit anderen die Chance, noch gegen mich zu gewinnen, aber das ist halt auch irgendwo die Challenge, doppelte Challenge an diesem Video. Das sind die Spiele am Samstag. Ich werde noch mal kurz meine Prognose und Tipps dazu abgeben. Freiburg gegen Hoffenheim, habe ich gerade schon gesagt, ich glaube, Hoffenheim wird das gewinnen. Freiburg zuletzt sehr stark, auch in Frankfurt mit einer Menge Schiedsrichterglück aufgrund des Abseitstors von Niederlechner gewonnen. Zu Hause nochmal eine ganz andere Nummer, auch sehr stark, aber ich glaube, dass Hoffenheim momentan einfach zu stark ist und das haben sie auch gegen Ingolstadt gezeigt, sind aus einer sehr schweren Situation zurückgekommen und ich glaube, deswegen gewinnen die 1:2. Wieder so ein Standardergebnis, aber das habe ich halt einfach immer irgendwie drin. Dortmund wird kein Tor kassieren gegen Hertha, da bin ich mir auch relativ sicher. Ich glaube, dass Hertha nicht in der Lage ist, momentan den BVB zu schlagen, die sind zu stark, haben sie auch gegen Benfica unter der Woche bewiesen und dementsprechend davon beflügelt, dass sie da 4:0 gewonnen haben, gewinnen sie auch gegen Hertha mit 0:2. RB Leipzig gegen Wolfsburg, interessante Partie, 2 Kommerzvereine unter sich, aber RB Leipzig gerade zu Hause sehr stark. Wolfsburg zuletzt immer wieder mit Rückschlägen, kommen ein bisschen in die Spur, spielerisch gesehen, aber von den Ergebnissen her nicht und ich glaube, das wird auch gegen Leipzig nichts werden. Ich glaube, Leipzig gewinnt das Ganze mit 1:0. Darmstadt gegen Mainz, ganz, ganz wichtige Partie für die Darmstädter, wenn sie irgendwie noch Chancen auf den Klassenerhalt haben wollen, dann sollten sie gerade solche Spiele mit Derby-Charakter, zumindest in gewisser Hinsicht, gerade auch zu Hause gewinnen. Mainz zuletzt nicht immer ganz überzeugend. Ich glaube, dass dieses
dieses Spiel unentschieden ausgehen wird. Ich glaube, Darmstadt behält zumindest den allerkleinsten Funken Hoffnung in der Tabelle bzw. im Abstiegskampf. Und Mainz, ja, das sieht echt nicht so stark aus wie letztes Jahr. 1:1 zwischen den beiden Teams. Und Bayern gegen Frankfurt. Ja, Frankfurt zuletzt verloren gegen Freiburg. Und ich glaube, gegen Bayern wird es nicht besser. Die Moment einfach zu stark. Einfach komplett beflügelt. Gewinnen alle souverän. Und das wird auch dieses Mal so sein. Und deswegen gewinnen die gegen Frankfurt zu Hause mit 3:0. Das sind meine Tipps. Und ihr könnt mir gerne eure in die Kommentare schreiben. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich lege mich jetzt wieder ins Bett und warte auf eure Reaktion und hoffe auf eure Likes. Wenn ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, den ich heute hochgeladen habe, schaut den auch auf jeden Fall an. Geht auch nochmal ein bisschen um die Champions League gestern, um Barcelona. Und natürlich vor allem habe ich da Fußball mal wieder gespielt, nach langer, langer Zeit auf YouTube wieder. Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.